Hallo zusammen, hier ist wieder heute Lan, schon wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Gold-Tagebuch-Video präsentieren. Mittlerweile ist wieder etwa einen Monat vergangen und dementsprechend gucken wir mal wieder in den Postkasten und schauen, was ich so an Gold gemacht habe. Kleiner Disclaimer am Anfang, es ist leider nicht mehr so üppig, wie es jetzt hier in Shadowlands war, wo ich die einige 100 bis 1000 Mails rausgezogen habe. Schlichtweg, weil das Berufesystem ja jetzt ein bisschen anders ist und wir dementsprechend nicht mehr so viel übers Auktionshaus machen. Aktuell bin ich Goldmaking-mäßig nicht sonderlich viel am Machen, muss ich gestehen. Ich bin eher gerade so ein bisschen mehr am Collecten. Ein bisschen was fällt natürlich links und rechts dabei ab und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe insgesamt 3 Chars, mit denen ich ein paar Auktionen drin habe und ich würde sagen, da gucken wir jetzt einmal rein. Und achso, ja, bevor wir jetzt hier großartig das machen, können wir erstmal schauen, zwecks Gold, was wir das letzte Mal gehabt haben, beziehungsweise was ich jetzt aktuell erstand habe. Also, das letzte Mal sind wir stehen geblieben auf meinem Main-Account bei 21 Millionen, beim Second-Account bei 31, insgesamt 52 Millionen. Und dementsprechend hatten wir plus gemacht 1,6 Millionen, was ja relativ wenig ist tatsächlich. Hier sind ja immer die bereinigten Beträge, also ohne die Konsumausgaben. Hier hinten habe ich immer in Anführungszeichen die Konsumausgaben, wenn wir Sachen gekauft haben, die jetzt nicht fürs Goldmaking sind, sondern einfach, ich habe mir ein Timok-Teil gekauft, ich habe mir einen Mount gekauft oder ich habe mir mal ein Pet gekauft für einige 100 Millionen, ne? solche Sachen, genau. Also, haben wir dieses Mal schon eine kleine Belastung. Ich habe mir zweimal 1,2 Millionen und ein paar Zerhackte ausgegeben für einiges verschiedenes Zeug. Und ja, wenn ihr das genauer wissen wollt, da habe ich jeweils diese Waste-Videos aufgenommen. Da könnt ihr mal reinschauen, da zeige ich, was ich mir so dafür gekauft habe. Wir sind jetzt auf einem Endstand aktuell bei, oder das letzte Mal gewesen, bei 52.840.000. Und aktuell haben wir noch hier knappe 20 und auf dem anderen knappe 31, also 51, so, ja, ist es schon um ein bisschen über 1 Million runtergegangen. Heißt, das ein oder andere haben wir jetzt schon zwischendrin schon reingeholt, auch unter anderem durch die Crafts. Und danke übrigens fürs Subscriben, ne? Grüße gehen raus an der Stelle, dass das nicht untergeht. Wo man da jetzt teilweise Gold rausgeholt hat, ist halt einfach, wenn man für andere Leute was hergestellt hat. Ich habe hier einiges an Rezepten, ich kann euch mal zeigen, hier schon mit Lederaffi geskillt. Also ich kann fast alle Ledersachen auf Max craften, beziehungsweise auch hier die ganzen Waffen nahezu alle auf Max bauen. Ich muss aber gestehen, das war am Anfang der Expansion deutlich besser und immer wenn es einen Funken gibt, kann man paar Sachen craften. Ich mache es jetzt aber bei Weitem nicht so, wie es viele machen, dass sie die ganze Handelsstände stehen, das posten. Ich poste ein, zwei Mal am Tag vielleicht. An manchen Tagen crafte ich gar nichts. An manchen Tagen, wo Funken kommen, kann ich ein paar Sachen craften. Das Riesengold gibt es aber nicht und das kriegt man natürlich jetzt gleich und hält es nicht über den Postkasten. Also das ist da schon mal nicht mehr drin. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein und schauen rein, was hier im Postkasten drin ist. Und zwar seht ihr, es sind sehr viele kleine Mats, ne? Die verkaufe ich da auch. Ich habe hier insgesamt 600 Verkäufe und was ihr seht, auf einmal verkaufen sich relativ viele Restbestände von den Legendary Items. Was hat das für einen Hintergrund? Und zwar mit dem nächsten Patch. Ich weiß jetzt nicht, wenn das Video rauskommt, kann das sein, dass er schon live ist. Ist es so, dass man ja die weißen Legendary Pieces themocken kann. Ja, also die kann man dann einfach anlegen, die sind seelengebunden, dann kriegt man das Themok, ich meine, vom Mythic Set aus den Sylvanas Raid. Das können wir uns mal auch kurz angucken, zumindest jetzt das Leder Set, wo haben wir es? Das ist einmal unter Vorlagen, Sets und dann Sanktum der Herrschaft, da fehlen mir auch noch 2 Teile. Zum Beispiel das ist, glaube ich, dann das Lederset. Ich meine, es ist nicht bei allen Klassen das Mythic-Set. Ich meine, bei Stoff ist es das HC-Set. Genau, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, bei jeder Klasse kriegt man eins von den Sets, die dementsprechend hier aus dem Sanktum der Herrschaft sind. Und ja, die kann man jetzt lernen, deswegen kaufen die wieder einige Leute. Die Preise sind auch hochgegangen. Ich habe da jetzt keine neuen Items gecraftet. Ich hatte noch einen Haufen Restbestände, die halt einfach nicht weggegangen sind. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich die wegschmeiße. Glücklicherweise habe ich es nicht getan. Und jetzt den ganzen Krempel, seht ihr teilweise für über 10k ist es noch weggegangen, geht jetzt so nach und nach weg. Ich muss mir mal überlegen, ob es sich lohnt, Sachen nachzucraften. Und ja, da mal ein bisschen gucken. Aber das sind, wie gesagt, einfach alles
Überbleibsel, die jetzt so langsam weggehen. Also heißt, war die richtige Entscheidung, das nicht wegzuhauen. Ne? Also ihr seht, hier sind es noch mehr. Die ganzen Sachen, die ein bisschen teurer sind, sind alle diese Sachen. Dann habe ich noch irgend so einen juwelenbesetzten Welpling verkauft. Das ist so ein Juwel-Pet. Da habe ich nochmal zusätzlich diese Juwelen gekriegt und mir einen craften lassen. Und was ich auch mir bauen lassen habe, wir können das mal hier ein bisschen rüberziehen. Was ich mir auch bauen lassen habe, sind auch ein paar Toys über das Handwerkssystem von anderen Berufen, wo ich noch Mats hatte. Und da muss ich auch mal gucken, ob noch das eine oder andere weggegangen sind. Hier sind irgendwelche Schuppen noch. Okay, was haben wir hier? Irgendwelche Stiefel, das ist ein T-Mock. Ich schaue mir jetzt die höheren Beträge mal so ein bisschen an. Fleisch verkauft. Noch mal ein paar T-Mock-Sachen. Ja, das meiste Gold macht tatsächlich die alten Legendary-Items aus, ne? Wenn ich jetzt hier so grob durchgucke. Und halt auch sehr viel Krempel, ne? Also die meisten Sachen sind hier neben den Legendary-Sachen einfach Matt-Geschichten. Na gut, das sind ein paar T-Mock-Items. Ich habe auch noch relativ viel Zeug vom von diesen Kisten, die ich aufgemacht habe, die einmal aus den Insel-Expeditionen kommen, ne? Was haben wir da? Hier widerstandsfähige Stiefel. Das ist wahrscheinlich auch... Was? Ah, nee, das ist das PvP-Gear. Das habe ich mal eine Weile hergestellt. Also hier aus der Dragonflight-Expansion gibt es ja auch PvP-Gear, was man herstellen kann. Ist relativ niedrig vom Item-Level, geht aber im PvP hoch, im Item-Level auf, glaube ich, 398. Und wenn man einen neuen Char gelevelt hat, zum quasi direkt Einsteigen im PvP, ist es eine nette Sache. Ich glaube, im PvE ist es, sind sie auch 343 oder irgendwie sowas um den Dreh rum. Und da habe ich am Anfang noch einige gecraftet. Da hat man teilweise noch Gewinn gemacht. Hier sind auch dieses ganze Kämpfergear ist das. Aber die sind irgendwann so abgesackt, dass man, wenn man die hergestellt hat, mit jeder Herstellung miese gemacht hat. Und dementsprechend habe ich das leider auch einstellen müssen. Ich müsste mal reingucken, ob es jetzt wieder halbwegs ertragreich ist. Ihr seht hier, da haben wir teilweise die Items für mal 6.000, 2.000, 3.000 verkauft, ne? Und Herstellkosten waren irgendwie ein bisschen über 1.000 Gold, 1.500. Dann hat sich das noch rentiert, aber die sind mittlerweile auf teilweise unter 1.000 Gold, die Dinger. Und dann ist das halt nicht mehr rentabel, ne? So, jetzt schauen wir mal, was wir hier am Schluss rausgezogen haben. Naja, doch, jetzt schon über 1 Million, gar nicht schlecht. Ich muss mal gucken, was die Mats aus Shadowlands noch kosten im Verhältnis, ob sich das vielleicht echt lohnt, nochmal diese Legendary-Base-Teile herzustellen. Ich würde mal vermuten, dass man dann immer den Rang 1 herstellt, weil sie dürften ja dasselbe T-Mock bringen, egal wie hoch der Rang ist, und es kostet einfach weniger Mats, und Rang 1 ist eigentlich sehr günstig zum Herstellen. Also wenn jemand das für ein paar tausend Gold dann verkauft bekommt, dann sollte das auf jeden Fall ein Plusgeschäft sein. Aber da muss ich nochmal gucken. Jetzt erstmal den Mittwoch abwarten, wenn der Patch rauskommt. Und dann schaue ich mal ein bisschen. Jetzt habe ich hier tatsächlich mehr rausgezogen, als ich dachte, ne? 1,4 Millionen. Das ist gar nicht so schlecht. Dafür, dass ich eigentlich nichts gecraftet habe, keinen Aufwand hatte und es einfach nur immer den ganzen Käse ins Haar geschmissen habe, ist das eigentlich schon nicht schlecht. Ich habe aber auch ehrlich gesagt aktuell, ich kann euch das mal zeigen, sonst habe ich ja immer einige tausend Items im Haar. Ich habe tatsächlich aktuell nur noch 165 Items, ne? Und ihr seht, das sind hier hauptsächlich diese Insel-Expeditions-T-Mox-Sachen, wo ich noch massenhaft von dem Stuff hatte oder immer noch habe. Und ein paar alte, andere T-Mox-Sachen, aber jetzt hier die Legendary-Teile sind jetzt echt nur noch ein paar, ne? Also ich bin echt froh, dass ich die nicht weggeschmissen habe. Ich war echt am Überlegen. Das sind jetzt vielleicht noch 10 Legendary-Dinger. Ah, ich glaube, ich werde mir da demnächst mal die ganzen Preise durchschauen und eventuell noch ein paar nachcraften. Oder wir können jetzt auch mal so just for fun kurz gucken, was da... Jetzt weiß ich gar nicht, wie das mit dem System hier ist. Da muss ich, glaube ich, hier oben umschalten zu Shadowlands. Das ist ja mittlerweile alles ein bisschen anders. Ja gut, hier einen Rang 1 zu craften kostet trotzdem 3000 Gold. Ah ne, hier ist Rang 4 eingestellt. 1000. Wisst ihr was? So aus Interesse, vielleicht ist das für euch auch interessant. Posten wir jetzt hier einfach mal ein paar Items in Chat rein. Also Rang 1, irgendwas 1300 bis vielleicht bis 2000 würde ich jetzt mal sagen, dass ein Rang 1 kostet maximal.
Ja, 1300 sind eigentlich die meisten. Sagen wir so 1300 bis 1400 kosten die Dinger. Wenn ich die jetzt im AH suchen würde. Bei 2K. Das ist gar nicht drin, ne? Ist halt die Frage, wie sehr wollen die Leute das T-Mog haben? Das kann man sich echt überlegen. Vielleicht stelle ich von allem ein bisschen was her und schaue mir es dann mal an. Das könnte sich vielleicht echt rentieren. Gut, aber dann sind wir jetzt auf dem schon mal fertig. Locken wir mal um. Und zwar habe ich noch auf meinem Hexer ein bisschen was, was ich verkauft habe. Denn ich habe auf Lothar, das ist mein damaliger Main-Server gewesen zu Classic und Burning Crusade, einige Chars wegen den Berufen gelevelt, beziehungsweise farme ich aktuell gerade Ruf. Da habe ich auch einiges ausgegeben, aber halt auch fällt natürlich viel ab, ne? Wenn man mit Char was macht, fällt nebenbei einiges ab und da kann man vielleicht auch das ein oder andere verkaufen. Seht, da habe ich jetzt hier einige Chars hochgezogen, auch die Berufe alle, und dann können wir mal auf dem Hexer einloggen. Und während wir das machen, schauen wir mal hier noch auf Antonidas, und zwar habe ich da auch ein paar Sachen abverkauft. Und ihr seht ihr, da hatte ich auch noch diese ganzen die ganzen Scheiß-Items rumliegen. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch auf der Bank auch noch was habe. Habe jetzt noch richtig abgecashed, ne, mit den weißen Teilen. Ich bin halt nicht sicher, ob diese ganzen Verkäufe jetzt wirklich dadurch zustande gekommen sind, weil Leute quasi jetzt die Legendary-Teile rausgekauft haben, weil sie wirklich selber das T-Mog haben, oder weil Leute den Markt resetten wollen, weil sie vermuten, sie können dann mit den Legendary-Teilen noch Gold machen. Da bin ich mir halt nicht sicher. Und wenn das Zweite halt der Fall ist, ah, okay, nee, da habe ich nur Pets. Wenn das Zweite halt der Fall ist, dann haben wir halt einfach die Problematik, dass dann viele Leute das Gleiche probieren und dann wird der Markt wieder überschwemmt und das Ganze rentiert sich halt nicht, ne? Deswegen bin ich da jetzt noch ein bisschen vorsichtig tatsächlich. Okay, nichtsdestotrotz können wir hier auch mal gucken. Ihr seht, das sind alles Legendary-Teile, ne? Die haben wir verkauft, teilweise für 15k, teilweise für 2k. Aber wir hatten ja gesehen, wir können uns in Rang 1 herstellen. Oh, da haben wir jetzt auch noch ein paar Items zwischen rein. Wir können uns einen Rang 1 herstellen für 1300, 400, 500, ne, sowas. Und es macht ja eigentlich keinen Sinn, zumindest meine Annahme aktuell, sich einen Rang 3 oder 4 herstellen zu lassen, ne? Weil es ist ja sinnlos im Endeffekt. Es müsste ja das gleiche T-Mog-Teil bringen. Dementsprechend, wenn sich das jetzt Leute zum Marktresetten gekauft haben, ist es ja dumm, weil die Leute einfach neues Zeug craften können für halt deutlich günstigere Preise, ne? Also, ich habe mir auch überlegt, wenn dann Items drin sind für, teilweise waren ja die Rang 1 Sachen für, weiß ich nicht, für 20 Gold drin, ne? Die sich rauszukaufen, das hätte sich rentiert, aber da bin ich anscheinend auch schon zu spät dran. Also, die Märkte sind alle resettet. Also, teilweise haben sie die Legendary-Teile für 40k gekauft. Also, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber der ist nicht clever. Der ist nicht clever. Da hab ich richtig Kohle noch gemacht mit. Ja, teilweise mehr gekriegt als am Ende von Dragonflight, am Ende von Shadowlands, wo die Legendary Teile ja auch auf 10k alle runter waren. Hatte ja noch Glück, dass ich die am Ende nicht mehr verkauft habe, sondern dass ich die noch am AH hatte. Gut, ich habe jetzt auch noch ein bisschen was, wie ihr hier seht. Das alle sind nicht ganz aus. Oh, ich bin am Goldcap, das ist natürlich jetzt blöd. Ich sehe jetzt auch leider nicht, wie viel ich rausgezogen habe, weil ich bei dem TSM nicht anhab. TSM sage ich, Dings nicht anhab. Wie heißt's? Titan Pen. Oh, im Chat steht's aber. 2,4 Millionen habe ich jetzt da rausgezogen. Läuft. Jetzt muss ich das Gold aber umschichten. Da haben wir jetzt. Durch das habe ich jetzt mehr Gold gemacht, als ich dachte. Auf wem kann ich jetzt mein Gold schicken? Ich schicke das jetzt einfach mal auf den Hunter, weil dann kann ich bei dem auch noch auf der Bank gucken. Ob ich da noch ein paar Legendary-Dinge habe. Und Dealer, schicken wir mal 2 Millionen weg. Es kann sein, dass ich bei dem habe ich nämlich unter anderem Sachen gecraftet, dass ich da noch was auf der Bank habe. Sind nochmal 700k drin. Ja, das sind alles die restlichen Legendary-Teile. Jetzt überlegt mal, hätte ich den ganzen Shit weggeschmissen, da hätte ich jetzt einige Millionen verloren. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass das halt noch irgendwer kaufen würde, ne? Aber klar, wenn du es natürlich dann T-Mocken kannst, weil es ja auch weiße Sachen sind. So.
Habe ich hier noch den, aber ja gut, das kann ich dann was anders reinstellen. Das müssen wir jetzt nicht hier in der Aufnahme machen. Ich kann euch ja mal zeigen, was ich mit dem noch rumliegen habe. Also das sind auch gleich schon wieder ein paar verkauft worden. Mich würde es echt interessieren, ob das ein Großinvestor ist, in Anführungszeichen, ne? Der einfach alle diese Dinge aufkauft oder ob das wirklich Einzelpersonen sind, die das jetzt alle pre-kaufen. Also ihr seht, das ist, mit dem habe ich noch mehr drin. Da sind halt auch viele Insel-Expedition-Sachen drin und noch andere T-Mog-Sachen, aber auch noch einige von diesen Legendary-Teilen, die wir hier haben. Und ich habe hier teilweise noch, ne, die 230er-Items. Na, mal gucken, die gehen bestimmt auch noch weg. Man muss nur einen langen Atem bei sowas haben. So, dann logge ich jetzt hier aber nochmal um und guck mal noch aus Interesse auf meinem Hunter, wo ich jetzt gerade die 2 Millionen rübergeschickt habe, wie es da aussieht, ob ich da noch diese Rang 1 Sachen auf der Bank liegen habe oder ob ich die alle weg habe, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. So, und währenddessen schauen wir mal hier mit dem Hexer, ach, den hatte ich fürs Questen jetzt hier in der Pampe abgestellt. Ja, der hat wahrscheinlich jetzt auch, das ist einer von den Chars, wo ich aktuell die Ruhmstufen hier hochfarm, um die ganzen Rezepte für die Sammlung mir quasi zusammen zu farmen. Und da bin ich gerade ein bisschen am Questen. Brauche noch ein bisschen Iskara-Ruf, ein bisschen Waldrackenruf. Jetzt fliegen wir ins Lager Antonidas. Da wird hoffentlich ein Postkasten sein. Schauen wir mal. Ja, da haben wir einen Postkasten. Wunderbar. Und auch mit dem haben wir ein paar Sachen da drin liegen. Oh, jetzt leckt es gerade ein bisschen, weil wir mit dem anderen einloggen. Mit dem Hunter. Leck, leck, leck. So. Gut, und hier, da habe ich jetzt keine Legendary-Teile mehr drin, aber einen Haufen so kleinen Scheißzeug. Seht ihr, da verkaufen wir extrem viel Stuff, der quasi beim Questen und Leveln abfällt. Und da habe ich sowohl quasi den Worry, mit dem ich quasi den Ruf hochgefarmt habe, dann den Shami, Magier, Priester und Hexer. Und von den ganzen Chars schicke ich den Mist immer zusammen. Mal gucken, was dabei rumkommt. Hier habe ich auch Ding an, ne, wie ihr seht. Titan Panel, da sieht man das so ein bisschen besser. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwelche großen Positionen dabei sind. Das ist eigentlich nur klein. Ah, hier die Chronostoffballen. Das ist vielleicht eine Idee für den einen oder anderen. Wenn ihr Schneider seid, könnt ihr das reinskillen, dass ihr diese Ballen herstellen könnt. Und da sind tatsächlich die Mattkosten im Auktionshaus günstiger als die Ballen an sich, weil die haben einen Cooldown. Also ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich konnte beim ersten Mal 10 Stück herstellen, ob das irgendwie ein täglicher oder ein wöchentlicher Cooldown ist mit der Anzahl. Auf jeden Fall kann sich das rentieren, selbst wenn man keinen Proc hat und nicht die höchste Schwierigkeit oder höchste Qualitätsstufe kriegt. Also das ist eine ganz nette Sache. Man kann da auch noch einen Haufen in Schneider reinskillen. Ich kann euch das mal zeigen, wo die sind. Hier, diese Chronostoffschneiderei, da kann man dann auch noch einen Haufen mehr reinskillen und auch in den anderen Sachen noch was verbessern. Dann mit die Werte auf quasi Mehrfachherstellungen und so. Da kann man theoretisch schon ein bisschen Gold mitmachen. Ich habe mal ein paar hergestellt, aber jetzt nicht unbedingt mit der Intention, krass Kohle zu machen, sondern das, was ich geskillt habe, ist halt eigentlich dafür da, dass ich möglichst möglichst viele Skillpunkte kriege. Seht ihr, ich habe hier alles geskillt, aber nichts richtig, um einfach jedes Rezept zu kriegen. Ne? Um das ging es mir. Nicht Skillpunkte, sondern quasi jedes Rezept einmal zu kriegen. Deswegen, die Skillung, die ich habe, ist jetzt nicht fürs Gold machen, sondern eher, um die ganzen Rezepte zu sammeln. Das war die Grundintention dahinter. Aber wenn ich ein bisschen Gold auch trotzdem noch mitnehmen kann, sage ich natürlich nicht nein, ne? Ganz klar. So, jetzt schauen wir mal, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. Hier haben wir anscheinend noch irgendeinen T-Mog verkauft für 25k. Da haben wir auch noch für 19k einen T-Mog verkauft, für 10k noch. Ja, zwischendrin sind da auch nochmal so Sachen, aber das meiste sind halt irgendwelche kleinen Matt-Sachen, ne? Aber summiert sich auch zusammen. Auch schon über 300k, ne? Deswegen, alles, was ihr findet, was irgendwie Leute noch benutzen können, einfach immer alles zu einem Char schicken, immer wieder schön ins Auktionshaus reinschmeißen und nach kriegt man ein bisschen Gold zusammen. Ihr seht, das waren jetzt teilweise nur noch 2-3 Tage, dann läuft das alles ab. Also da waren wir jetzt zum Teil schon relativ knäpplich dran. Naja, 450k knapp zusammen bekommen dadurch, hat sich schon rentiert. So, jetzt sind wir hier bei dem Hunter noch. Jetzt nehmen wir auf Antonidas das Gold raus und dann gucke ich mal auf der Bank, wie das aussieht. Wenn ich jetzt Bagon an hätte, dann könnte ich da mit dem Addon auf die Bank gucken, aber das habe ich leider aktuell nicht. Das hat am Anfang von Dragonflight rumgesponnen und dementsprechend habe ich mit allen möglichen Chars diese Addons ausgeschalten. So.
Nee, ich habe anscheinend aufgeräumt, ne? Also fast jetzt schade, dass ich hier nichts mehr rumliegen habe. Ich habe diese ganzen Items, glaube ich, auf den anderen Char rübergeschickt. Ja gut, okay. Dann sind wir eigentlich schon durch damit und können jetzt einmal reinschauen. Dann sind wir jetzt hier. Warte mal, ich trage es jetzt gleich mal so ein. Beim Second Account bei 33.643.000. Und beim Main Account sind wir bei 21.856.000. What the fuck? Ich hab bloß... Okay, diesmal bin ich echt überrascht, weil ich ja eigentlich nichts gemacht habe, um wirklich aktiv Sachen herzustellen, um ins Auktionshaus zu verkaufen. Aber jetzt sind wir von 52.840.000 auf 55.499.000 hoch. Heißt, wir haben einen realen Gewinn von 2,659 Millionen gemacht. Was nice ist dafür, dass ich eigentlich fürs Goldmaking nichts gemacht habe. Einfach nur immer mal wieder das Zeug ins Haar gesteckt. Und wir hatten ja Konsumausgaben, also einfach für irgendwelche T-Mog und andere Mounts, Pets, irgendwas Zeug, hatten wir ja insgesamt 2,5 Millionen rausgehauen knapp. Und hätten wir das nicht gemacht, also die Konsumausgaben raus, wenn wir die rausrechnen würden, hätte ich sogar einen Gewinn gemacht von 5 Millionen, ohne wirklich was zu machen, muss ich sagen. Ist eigentlich nice. Also gut, man muss sagen, ist natürlich jetzt diesem Legendary-Zeug geschuldet, was ich noch über hatte von Shadowlands und was jetzt auf einmal halt wieder was wert ist, ne? Und ja, wenn ich das so sehe, dass ich da doch so viel Kohle gemacht habe, muss ich echt überlegen, ob ich meine Legendary-Produktion wieder anlaufen lasse. Also da werdet ihr wahrscheinlich dann im nächsten Gold-Tagebuch wieder was zu sehen. Mal gucken, vielleicht kann ich dadurch tatsächlich ein bisschen Gold wieder akquirieren. Gut, damit sind wir aber tatsächlich am Ende von dem kleinen Gold-Tagebuch-Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne eure Gedanken in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch Tipps für die Community. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tula, bis dahin. Ciao.